Jetzt wird's richtig krass. Zum Beispiel Küssen, aber ich weiß. Er kann nicht aufhören. Hallo Freunde in der Nacht, willkommen mal wieder zu ein bisschen Trash TV. Und zwar habe ich mir ein bisschen I Was a One rausgesucht. Wer es nicht kennt, die 20 junge Leute, die sollen ihr Perfect Match finden. Und wenn sie alle Perfect Match gefunden haben, dann haben sie irgendwie gewonnen. Was mich da echt geschockt hat, muss ich sagen. Ihr könnt ja mal euer Auge da gleich drüber werfen, dass ich das Gefühl habe, dass nicht eine einzige unoperierte Frau dabei. Also das finde ich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal in Deutschland kriegen. Das ist wirklich Booby-Jobs, sag ich mal. Nasen vermute ich auch. Sowieso von Augenbrauen, Wimpern wollen wir ja gar nicht reden. Die Männer übrigens auch. Viel bearbeitete Augenbrauen und Wahnsinn, ey, das, ich find's, naja, wenn das die neue Zeit ist, ist das die neue Zeit? Ich weiß, aber ich find's echt einfach nur krass. Ist das jetzt das, was wir wollen als Gesellschaft, dass wir uns alle operieren? Und also, es ist, naja, gut, aber auf jeden Fall haben wir ja erstmal wieder so eine kleine Lektion in Doppelstandards. Die anderen Jungs meinten auch, ich soll so mit Edda sprechen, weil ich ja Edda trotzdem noch gut finde. Ich habe mit Edda ausgemacht, dass wir zusammen im Bett schlafen. Ja, also die hatten jetzt so ein bisschen connected und jeder von den beiden hat jetzt jemand anders geküsst. Also sind eigentlich also quitt, wenn man so will. Ich habe mich mit Lina geküsst. Mit Lina? So, what? Findest du das stimmt? Hä, nein, ich habe doch gesagt, mach hier dein Ding so. Ich hatte auch gerade mit Martin die ganze Zeit so geredet. Du hast mich rumgemacht. Was? Ich habe die ganze Zeit mit Martin geredet, habe ich gerade gesagt. Würdest du dich stören? Ja. Ja? Mhm. Aber du darfst mit Lina rummachen. Nein. Ja, das ist schon, also das ist schon wieder äußerst merkwürdige Doppelstandards, dass Männer es natürlich dürfen, Frauen nicht irgendwie. Also das Paar kriegt übrigens mit Abstand die meiste Sendezeit. Hier sehen wir auch, also auch bei ihm, diese Pseudo-Augenbrauen. Ey, oh, das ist, und er ist auch wirklich eine ganz schrille Figur, die immer sagt, ich bin gar nicht selbstbewusst, benimmt sich total selbstbewusst und spielt eigentlich mit allen rum irgendwie, also... Hey, ja, aber warum machst du das? Ja, das war dumm. Nein, wie gesagt, ich bin jetzt sauer, aber ich bin voll verwirrt, weil ich das von dir gar nicht erwartet hätte. Der ist so schüchtern, ich hab's einfach nicht kommen sehen, also das war wirklich so... Spoiler, null schüchtern. Mit Nina? Wie gesagt, ist nicht schlimm. Echt? Nein, ich bin auch voll offen zu allen. Weil ich hatte keinen Bock, dass es nicht von mir kommt. Ja, also ich hoffe halt auch mal, dass du nicht sauer bist auf mich oder so, wenn ich irgendwas tue. Ja. Oh Gott. Ey. Wenn du das machen darfst, darfst du es auch machen. Ja. Da habe ich vielleicht auch gerade rumgemacht. Echt jetzt? Wer weiß. Nein, bitte. Du machst. Boah, das ist so Problem, toxisch. Ne? Das ist ein Spielchen. Auf. Nein, hast du echt mit mir rum? Er spielt Spielchen. Ey. Ja, bitte. Nein, jetzt bitte sei ehrlich. Nein, nur so ganz kurz. Wie du guckst. Hast du ehrlich mit jemandem rumgemacht? Hä, nur so ein bisschen. Das ist so unfassbar. Also er hat literally direkt davor auch mit einer rumgemacht. Das ist echt, echt disgusting. Ey. Ey, ich schwöre, warte. Hey, guck mal, du redest gar nicht ehrlich mit mir. Ich bin ja selber nicht besser jetzt gewesen. Ach. Aber sie hätte mir das irgendwie früher sagen können. Oder bin ich da jetzt blöd? Mindestens sagen, ich schwöre, du wirst aufstehen. Achso, mit Martin rum. Ja, also schon, das geht eigentlich, zieht jetzt die ganze Zeit eigentlich so durch. Total krass. Ja, man fragt sich, ist er so verpeilt oder ist er womöglich so ausgesprochen toxisch. Sagen wir mal, wie es ist. Schauen wir mal rein hier. Ist er immer wieder mit seiner ersten Zugange hier. Trotzdem noch kennenlernen, so. Wieso nicht? Keine Ahnung, du kommst ja auch nie auf mich zu oder so. Oh, ich hasse das, dass du das immer... So, er hat jetzt mittlerweile, glaube ich, mit 3 oder 4 anderen angebändelt. Und es gibt ja eher noch die Schuld, dass sie nicht auf ihn zukommt, wo sie eigentlich richtigerweise mal sagt, ey, du bist doch der Mann, ne? Du musst auf mich zukommen. Also, das ist schon echt toxisch. Nein, ey, bitte. Dieses Hin und Her zwischen Edda und mir, das reizt mich schon auf jeden Fall. Ich mag das ja, ich mag so ein bisschen. Oh geil, Drama. Ich muss zündeln. Ein bisschen diese Spielchen, fertig machen. Das gefällt mir. Hör mal kurz, immer wenn ich das sehe, redest du entweder mit Lina oder guckst weg und gehst aus dem Raum, anstatt einfach, du kannst mich doch immer ansprechen. Korrekt. Du stehst manchmal an der Bar rum, quatscht mit Lina, weil die sich auf dich stürzt wie so ein Geier und keine Ahnung. Was laberst du? Ist halt so. Versteh mich halt gut mit ihr. Lina und Brian. Also schon so ein bisschen Gaslighting, weil er, wie gesagt, er quatscht ja alles an, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Nicht schön, aber auch das, wie viele Sachen, die wir hier sehen, so ist das Leben, Leute. Auf jeden Fall kein Match, weil er ist halt einfach unnormal schüchtern und sie ist halt einfach so ein bisschen drüber. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie mein Perfect Match ist, weil die, glaube ich, mir zu viel ist. Hä, niemals. Warum hast du dich überhaupt gewählt? Das ist mega Findest du das schlimm?
Nein, aber es passt einfach nicht. Ich fand es ein bisschen cool. Was ja auch ist, dass alle rauchen da, ne? Ist mir schon vorher aufgefallen. Alle rauchen wieder, alle. Boah, echt. Komisch. Sie wäre viel zu viel für ihn. Er sagt, ja, ich suche zwar eine selbstbewusste Frau, aber Schatz, so, du kommst ja nicht mal mit mir klar. Folgendes, es geht um die Matching Night heute Abend. Mhm. Also ich bin nicht sauer, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich muss sagen, ich habe dich als, du bist meine Nummer 1. Jetzt wird's, glaube ich, peinlich. Hier so vom Ding her, weil ich glaube, dass das charakterlich auch am besten zusammenpassen könnte. Irgendwie finde ich, dass wir auch irgendwo einen gewissen Vibe haben. Ne? Und du halt mich dann bei der Matching Night überhaupt nicht erwähnt hast. Ich wüsste in keinerlei Hinsicht. Also sie hat drei Leute gesagt, die sie gut findet und er war halt nicht dabei. Und er sagte immer so, er ist so der Geilste, er ist der Coolste, ich bin so selbstbewusst, sexy. Und jetzt kommt er nicht damit klar, dass irgendeine Frau ihn da nicht in Top 3 hat. Und das bringt natürlich auch super viel, dich dann zu beschweren bei Mami. Mami, warum hast du mich nicht gewählt für die Pudding, fürs Pudding anrühren? Ja, was soll das bringen? Also macht ihn noch unattraktiver, anstatt dass da, wird James Bond sowas machen? Wird James Bond sagen, warum hast du mich jetzt nicht angeguckt? Na, er hat keine Zeit für so einen Scheiß, er muss die Welt retten. Und das ist echt ganz schlimm. Hinsicht, wo Martin und ich in irgendeiner Art und Weise auf einer Beziehungsebene oder auf einer Partnerebene zusammenpassen würden. Vielleicht als Freunde, wenn überhaupt. Und das glaube ich noch nicht mal. Aber gut, dann hast du ja so mich auf jeden Fall nicht so unter den Top 3. Ist okay. Nee. Aber du bist unter den Top 4, hey. Wow. Das hat ein Mann gutes gerne. Das, man, das man gerne. Ja. Ja, was hat Martin für ein Problem? Ich würde sagen, dass er nicht genau weiß, wer ist. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was er möchte. Dann sind wir jetzt einfach Party-Buddies. Hallo, okay. Amazing. Sweet, sweet, ja. Also ich finde Lina sehr heiß immer noch. Wir sind Party-Buddies. Klar, da kann mal, also ein Party-Buddy ist auch für mich jemand, mit dem man halt auch mal was haben. Und das sagt der sagt, er hätte einen Bodycount von 300. Also warum das jetzt irgendwas Positives ist, kann mir auch niemand erklären. Abgesehen davon, dass ich es nicht glaube. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die denken so, das kommt cool rüber, aber das war jetzt diesmal nicht so cool. Und jemand mit einem Bodycount von 300 benimmt sich nicht so betamäßig und sagt, warum findest du mich nicht gut? Also das macht irgendwie keinen Sinn und sagt dann, naja, dann sind wir eben, lass uns doch Freunde bleiben. Kann ich mir überhaupt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen heute. Und kann, definitiv. Karin, weißt du, was ich auch ein bisschen dumm fand? Du bist vorne bei Matching Night und dann sagst du, dass du hier bist, um Spaß zu haben, ne? Ich glaube, wir sind alle hier, um Spaß zu haben. Ja, Spaß, aber mit mir hast du den Spaß nicht. Wieder Gaslighting des Grauens. Wie gesagt, er, der wirklich alle anquatscht, da wirft dir vor, dass ich Spaß haben will. Das ist echt mies. Findest du Martin gut? Also er ist jetzt nicht optisch mein Traummann, aber er ist nicht hässlich. Du darfst Leute kennenlernen, ich darf Leute kennenlernen. Und er sagt einfach, lass rummachen und ihr macht rum. Und ja, also wir denken dran, er hat schon längst mit anderen rumgemacht. Aber ich habe doch nicht mit Martin in einem Bett geschlafen. Ja, aber du hast ein bisschen geküsst. Ich weiß ja, dass er mich gut findet. So, er sagt mir das ja die ganze Zeit, aber es bringt mir auch nichts, dass er mich toll findet, wenn nichts kommt. Ja, absolut richtig. Also ich habe jetzt ausgemacht, dass ich neben Lina schlafe. Du bist so random. Also geil, jetzt hat er dieses ganze so, Drecksgespräch gefühlt. So, wo gehst du hin? Und dann sagt er, ich schlafe bei einer anderen, ey, oh, ey, das ist, also das kann man auch nicht mehr sagen, das ist ein Spielchen, das ist einfach, ich find's einfach ein bisschen ekelhaft, ganz ehrlich, ey. Ich gehe, weil du mega komisch bist. Edda, das war Spaß. Dann ist Edda direkt aufgestanden, das fand ich einfach todeslustig und irgendwie auch süß, weil das mir so ein bisschen gezeigt hat, dass sie das schon ein bisschen stört. Ja, okay, könnte man jetzt meinen, war nur Spaß, das ist einfach ein Player, ne? Einfach wenn ein Player. Ich neben aber gut, sind jung, mein Gott. Schaffen würde. Edda, komm jetzt wieder her. Das war wirklich Spaß. Das ist nicht witzig. Edda, das war Spaß. Aber jetzt habe ich so die Bestätigung, dass es dich stört. Es läuft momentan ganz gut. Wir lernen uns kennen. Ja, mal schauen, was jetzt wird. In der nächsten Runde wirken die wirklich wie das Traumpaar, haben dann auch Sex im Bum-Bum-Raum zwei Tage hintereinander. Da ist jetzt ein bisschen andersrum, da ist sie scheinbar die Playerin. Also er geht noch sehr vorsichtig rein und sagt, ja, mal gucken und kriegt dann aber ein bisschen Gefühle und sagt, Mann, ist ja toll, dann hatten wir auch zweimal Sex. Und dann wird sie in zwei Folgen sagen, ach nee, doch keine Lust, ich will jemand anders kennenlernen und ja, es ist echt schon ein buntes Treiben in der Villa. Ich
kann dich halt noch nicht ausschließen oder gar nicht so mit einbeziehen, weil wir auch noch nicht so krass viel geredet haben. Ich finde den Sandro mega cool. Aber ich glaube halt auch durch, ne, Matching Nights und durch die Matchbox werden wir halt auch ein bisschen schlauer. Also sie sind, glaube ich, nicht alle Frauen in der femininen Polarität. Aber sie, glaube ich, denke ich schon, wie Frauen in der femininen Polarität das machen. Nicht, dass das jetzt richtig oder falsch wäre, aber sie macht auf sich aufmerksam. Sie sagt nicht, hey, ich finde dich gut, sondern sie sagt, hallo, hier bin ich. Das ist so eine typische Art, so, ne? Erzähl. Sei mal ehrlich, was denkst du von mir? Sina ist so der größte Schwarm von den Boys. Also muss ich auch sagen, sieht echt Bombe aus, abgesehen davon, dass natürlich auch Hälfte künstlich ist. Ich frage mich so ein bisschen, ist sie, also hier in der Show zumindest, so eine seductive Withholder, also auch so jemand, der verführerisch ist, aber eigentlich niemand so richtig ranlässt. Kann man natürlich jetzt nicht sofort sagen oder auch so ein bisschen Playerin ist. Auf jeden Fall wird jetzt die Szene ganz interessant, glaube ich. Ich habe gesagt, ich mag dich, es vibe zwischen uns. Ja. Wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Okay, sollte ich deiner Meinung nach auch aktiver zu dir sein, oder? Also er ist total im Pluspol hier, super unpolar. Ganz krasse Szene, finde ich. Wie findest du mich? Das ist unpolarste Spruch. Es kommen viele damit zurecht in diesen Shows. Also man wird viele sehen, die dann trotzdem viel Erfolg haben, weil sie einfach Bombe aussehen und was weiß ich. Ich meine, er sieht ja auch Bombe aus, aber sich leisten können, was sie wollen irgendwie so. Aber es ist eigentlich fucking unpolar, ne? Irgendwie, wie findest du mich? Na, es ist... Und der schlägt dir echt auf Granit, weil ich glaube, sie war echt so ein Typen, der wirklich auch noch nicht nur gut aussieht, sondern ein gutes Game hat. Das liefert er hier nicht ab, ne? Nein, ich finde, wir sollten eher noch ein bisschen so mit anderen reden, ja. Weil es halt so wichtig ist. Abfuhr. Einfach diese Kommunikation, es ist einfach so. Kev hat einfach ein Problem damit, dass ich noch nicht so all in bin, so wie er. Achtet nur auf ihre Mimik, ne? Total abgeturnt. Ne? Oder dass ich mich nur auf ihn fokussiere, sondern eben auch noch mit anderen reden möchte. Also für dich bin ich zu sehr auf dich fixiert. Was heißt zu sehr auf mich fixiert? Also dass man da auch nicht aufhören kann, ne? Wenn man so merkt, okay, das wird hier gerade gar nichts. Sie guckt schon die ganze Zeit, wo kann ich jetzt hingucken, wo läuft was anderes. Es ist immer interessant, dass Leute, wo man so denkt, das sind so die absoluten Checker. Aber das haben wir natürlich alle ein bisschen in uns, ne? Wir alle können auch mal needy sein. Ne? Okay, für das Spiel, genau das für das Spiel, ja. Na, ich höre auf alles, ich will dich zum Beispiel gerne, also zum Beispiel küssen, aber ich weiß ja nicht, weil ich will dich kann ich aufhören. Auch nicht in eine verlegene Situation bringen. Ja. Ich glaube, also wenn der Moment da ist, oder? So, jetzt fragt er noch danach, kann ich dich küssen, nächste völlige Abtörner. Passiert, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so auf so reden, nicht auf Krampf, ist es ja nicht auf Krampf, irgendwie fühle ich es nicht so auf derselben Ebene wie er, glaube ich. Ich kann dir nur das sagen, was mein Herz gesagt hat, Digga. Also ich finde das auch voll schön, dass du so offen darüber bist. Es kommt ja noch in der Dating-Show mit dem Herz, also auch wirklich süß. Ich mag sie sehr gerne und ich hoffe, es klappt mit ihr. Ja, man sieht hier immer so gut diese Power-Dynamiken, ne? Also wer ist oben im Kontakt sozusagen, ne? So ein paar Punkte äußerlich sind anders, als ich sie eigentlich präferiere. Bei dir ist viel mehr Trubel, Junge. Wir haben ja alle durch die Bank makellose Körper, dass dann immer noch so das Haar in der Suppe gesucht wird. Also das ist ein bisschen unsere Zeit, ne? Ich weiß auch nicht. Ja. Also ihr seid safe, kein Match. So, und jetzt bist du den ganzen Tag weg. Nach der Challenge war es mir einfach wichtig, nochmal mit Ryan zu quatschen. Aus dem Grund, dass ich es jetzt nicht unbedingt toll finde, dass er gerade mit Lina aufs Date geht. Was spielt ihr denn zusammen? Ja, sie hat das so gesagt. Sie meinte so... Ja, machst du alles jetzt, was Lina sagt, oder was? Nein. Mit wem hätte ich denn sonst spielen sollen? Ja, jemand, der besser zu dir passt. Ja, und wer passt besser zu dir? Alle anderen. Alle anderen? Ja, ich passe auch besser zu dir, besser als sie. Also, ich sag dir so, wir sind kein Perfect Match. Die ist... Erstens ist sie mir zu krass. Ich brauche so eine kleine Zierliche, ne? Und das ist sie ja gar nicht. Unfassbar. Unfassbar. So ein bisschen ja wie Ella oder Sina. Na, jetzt muss sie noch küssen. Ja, ich bin schon happy. Also, es wurde ja auch Zeit. Aber es wird sie nicht weiterbringen. Das hat dann schon ein bisschen was ausgelöst. Das macht die. Die ist nicht dumm, die Ella. Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Achtung. Ja, meine Haare sind mir extrem wichtig. Ich bin sehr eitel und versuche immer gut auszusehen. Oh. Ich gebe mir zumindest Mühe. Und wenn ich dann auf dem Bananenboot sitze und meine Haare nach hinten fliegen, finde ich halt nicht so toll. Ne?
Leute, sagt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Was ist los mit dieser Welt? Ich finde mich da nicht mehr drin zurecht. Was hat es früher nicht gegeben? So Männer, denen wichtig ist, wie ihre Haare auf dem Bananenbrot aussehen. Also ich persönlich finde es ja auch irgendwie unpolar, ein bisschen unsexy, wenn Männer sich da so zu viel drum drehen irgendwie. Aber gut, vielleicht ist das die neue Generation. Was denkt ihr dazu? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann ihm was mitgeben für sein weiteres Leben. Bin ich jetzt raus für dich so? Safe! Echt? Ich hab's dir. Ja, war das Timing vielleicht doch nicht das Beste? Du musst deine Prioritäten klären. Ja, mit Ella läuft's halt gerade einfach ziemlich gut. Und ja, mit Sina habe ich ja noch mal kurz gesprochen. Und Sina ist auch super. Wieso wolltest du aufs Date? Also denkst du, dass wir ein Perfect Match sein könnten? Könnte sein. Aber nicht so, bin ich denn so dein Typ, den du so dir sozusagen so vorgestellt hattest? Ich hatte mir nicht wirklich jemanden vorgestellt, aber als ich dich gesehen habe, habe ich halt gedacht, wow. Ich dachte, er wäre dir auch cool, aber mich hat es abgefuckt, dass du mich halt nicht geküsst hattest, ne? Das war direkt. Das ich würde mal gerne wissen. Alter, jetzt verdreht er hier schon wieder den Kopf. Also, schon interessant, wie er die so alle verstrickt. Aber sie finden ja auch alle gut, ne? Mhm. Wahrscheinlich würdet ihr Jungs, wenn wir eine Pudelmütze anziehen und uns eine Schiebrolle anziehen, würdet ihr nicht mehr erkennen, wer ich wir sind. Ich hätte sofort dich genommen. Ich hätte sofort dich genommen. Ist das so? Ja, natürlich. Bisschen Lovebombing. Danke, genau so. Du hältst doch deine Worte nicht. Was? Ich hatte ja auch gesagt, ey, lass mal zusammen spielen. Und dann vorm Spiel sagt Afra zu mir so, ja, wir haben gesagt, wir spielen miteinander. Und ich so, ja, voll gut. Wem hat er das dann noch alles erzählt? Ich hab keinen Bock auf Spielchen, ich brauche einen Mann. Ich glaube, ich bin hier falsch. Dann kannst du auch deine Taschen machen und gehen, glaube ich. Also ich bin ja eigentlich sehr schlank. Ja, also das finde ich jetzt nicht witzig. Deswegen habe ich das nochmal rausgenommen, weil er so gleich persönlich und aggressiv wird. Einmal ist natürlich ein totaler Turnoff beim Dating und finde ich auch eine Frau gegenüber echt nicht fair, da irgendwie so aggressiv abzugehen. Finde ich richtig schlimm. Ich war fertig, ja. Aber ich war kurz so, was hast du gesagt? So, bitte? Ich bin nicht ein Typ, der jemanden die ganze Zeit hinterher. Ich gehe auch niemanden zu, der seine Worte nicht einhält. Bei dem Frauen rumort ist gerade, dass ich angeblich mit den drei spiele, aber so sehe ich das nicht. Ich sag dir ehrlich, falls ich das gesagt habe, dann tut mir das doch wirklich leid. Also ich stehe. Wort halten heutzutage ist ja total uncool, ne? Hört, zählt ja auch irgendwie nichts mehr, aber gut, so ist dann die Welt halt, ne? Ich zu meinen Worten. Ich weiß, dass ich ein guter Mann bin, ich wurde gut erzogen und ich weiß, wie ich mit Frauen umzugehen habe. Aber warum soll ich Spielchen spielen? Offensichtlich nicht. Alles gut, ich pack meine Sachen und geh. Wenn du schon so denkst, dass ich angeblich Spiele spiele, dann sag mir das ins Gesicht. Macht sie doch. Wenn du was zu klären hast, dann sei doch offen. Aber ich sei offen, wenn du was zu klären hast. Das macht sie doch. Das ist wie, als wenn du jemanden, der in den Pool springt, sagst, los, zeig's mir, spring in den Pool. Ja, ich springe in den Pool. Ja, los, spring in den Pool. Ja, mach ich doch. Dreh dich zur Seite nehmen und sagen, komm, lass reden, weil das ist einfach künstlich. Und entweder es kommt natürlich oder es kommt nicht natürlich. Ja, okay, dann sehe ich das schon schwarz. Dann sehe ich nur, dass du keine Person bist, die reden kannst. Ich habe sie mir zur Brust genommen und habe ihr auch klargestellt. Geht gar nicht. Wenn du ein Problem hast, dann komm direkt zu mir. Ich kann mir... Hat sie doch... Sorry sagen, aber ich merke, du bist keine Frau und kannst nicht mit mir reden. Du denkst, das regt mich voll auf, aber es regt mich gar nicht. Der Ryan spielt Spielchen, okay, aber das finde ich schon echt ein bisschen bedrohlich, irgendwie, was der immer. Ja. Ey, mich juckt das gar nicht, ob der es dich aufregt, es juckt mich null. Aber entweder du kannst reden oder kannst nicht reden. Wenn du nicht tut reden nicht, kannst. Leute. Er ist sehr unsensibel und ich bin so absolut ein bisschen abgeschreckt von ihm, muss ich sagen. Mach einfach deinen Mund zu und dann mach gar nichts. Dann red auch nicht über andere Leute über mich, okay? Ganz einfach. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht zwischen der Lisa Marie und mir. Krass, ey. So, jetzt wird's richtig krass. Also sie hat irgendwie mit anderen getanzt einfach nur. Und er reagiert eigentlich total cool und ja, kein Problem, sind in einer Dating-Show. Jetzt guck mal, was die daraus macht. Das ist so krass. Gar nicht. Ich bin eifersüchtig, klar. Ja, du sagst gar nichts, wenn ich mit anderen Menschen tanze. Was soll ich dir sagen? Du bist nicht meine Freundin. Ich sag nie einer Frau, was sie machen soll. Sie kann es selber entscheiden. Also ich würde es ja auch nicht wollen, dass sie dann mit anderen Frauen im Prinzip so nah tanzt. Ja, aber man kann ja sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, was willst du denn, dass ich sage? Ja, die Wahrheit.
Also das ist so krass jetzt, also wie sie ihn jetzt so auskontert. Also er hat jetzt überhaupt keine Chance, irgendwas richtig zu machen. Erst war er ihr nicht eifersüchtig genug und das wird sich jetzt gleich drehen. Ne? Habe ich dir gerade gesagt. Also, natürlich gefällt mir das nicht, aber wenn du es machen willst, dann machst du es. Also Sido hat ja gar nicht so schlimm reagiert. Also es könnte ja schlimmer sein mit Eifersucht. Ja, nur weil ich das gerade... Nochmal, sie hat mit anderen Typen getanzt. Also die benimmt sich schon wie eine krasse Playerin. Hier, das heißt es nichts. Naja, es wird dann auf jeden Fall noch krasser, das kommt ein bisschen später, dass sie sich dann drüber beschwert, dass er eifersüchtig wird. Ja, ganz abgesehen davon, dass sie das Ganze hinwirft, jetzt eine Folge später. Wer denkst du denn noch so in der Villa, dass es ein Perfect Match sein könnte? So von den Gesprächen her wäre die Jana, mhm. Ja, Sina, da waren auch noch ein, zwei sehr wichtige Fragen für sie. Welche meinst du denn genau? Wegen Kinder und sowas. Okay, möchtest du keine Kinder? Ich bin offen dafür, aber bei mir ist so, es kann noch warten, so weiß ich mal, wenn kommt, ja, dann kommt. Jetzt ist das Geile, dass er versucht, jetzt hier eine sozial akzeptable Antwort zu geben, ist ja auch menschlich, ne? Aber es halt tappt jetzt voll in die Falle, weil er trifft jetzt auf eine, die keine Kinder will, ist schon noch lustig. Wenn nicht, dann nicht, ja, halt, so weiß ich mal. Aber wie und es war ihr halt sehr wichtig, diese Frage. Also würdest du jetzt gerne Kinder haben wollen oder nicht? Also... eigentlich schon, aber jetzt nicht zu 100%. Aber würdest du mit einer Frau klarkommen, die wirklich sagt, zu 100% nein? Ich will auf gar keinen Fall Kinder. In die Falle wenn getappt. Wenn die restlichen Punkte passen, dann ja. Also wenn es kommt, dann kommt's. Wenn nicht, dann nicht. Du hast ja diesen Kinderwunsch und da kann ich nicht verstehen, dass man einen Kinderwunsch einfach so weglegt. Weißt du, was ich meine? Wie soll ich das erklären? Sie hat ihn jetzt voll aufs Glatteis geführt hier. Ich finde sie irgendwie witzig. Von denen wird sich keiner die nächsten 5 Jahre binden wahrscheinlich. Also sind solche Fragen natürlich auch völlig unnötig. Aber gut, sie lässt ihn ganz gekonnt auflaufen. Auf jeden Fall. Also ich habe immer noch nicht verstanden, jetzt, ob er jetzt auch unbedingt Kinder haben möchte oder nicht. Kann sein, dass ich in 2 Jahren unbedingt Kinder haben möchte. Wie war es ohne mich? Ich habe die ganze Zeit geweint. Ich habe an dich gedacht. Ein bisschen Aufmerksamkeit abziehen. Chillig. Ja, cool. Wer hatte denn gerade das Date, ich oder du? Ja, ich, aber du fragst ja nichts. Ja, ich dachte, du kommst einfach her und erzählst es selber. Ja, Leute, die halt gut aussehen, können sich immer echt viel leisten, aber man sollte sich nicht damit davonkommen lassen, ne? Sollte sie genauso behandeln wie andere auch. Ich denke mal, dass Selina jetzt hoffentlich nicht weiter kennenlernen will. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir noch erfahren, werde ich erfahren. Ja, also es ging so, es ist noch so offen alles so. Ach, das ist gut. Ja, das ist doch nur so. Dings, keine Ahnung. Ja, also ich finde das schon süß von Ella, dass sie jetzt so ein bisschen eifersüchtig geworden ist. Das ist putzig. Also ich finde sie trotzdem noch cool so. Ich finde sie auch was interessant. Heißt cool ich in würde also würd schon gerne ein paar Mal noch mit ihr reden, je nachdem. Also vorspielen, dass ich sage, okay, die ist für mich komplett abgeschrieben. Reden. Hm. Reden. Reden. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid. Also sie verhält sich hier schon sehr angemessen, sage ich mal, weil sie lässt halt nicht los. Ne? Leider auch, wie häufig im Leben, man lässt einfach nicht los, weil man denkt, ah, okay, der ist jetzt so hübsch und dann lässt man alles durchgehen und dann hängt man in irgendeinen toxischen Scheiß. Also schon ganz interessant, weil da auch mal neue Leute so drin sind. Wenn ich das weiter kommentieren soll, schreibt es mir drunter. Vielleicht interessiert es euch auch. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.